Ja, hallo, ich möchte einmal das CENAC MC 2000 vorstellen. Das ist hier verbaut im Golf 5 GTI. Machen das einmal an. Nach dem durchgeführten Software-Update hat sich bei mir selber der Radioempfang doch eigentlich verbessert. Ja, das Radio selber hat Touchscreen, hat hier alle möglichen Funktionen, kann direkt auf DVD zugreifen, kann hier wechseln, Navigation kann ich anschließen, die ist in diesem Fall nicht angeschlossen, hat hier die SD-Karte noch drin und kann dann da jeweils drauf zugreifen. Hier zum Beispiel die SD-Karte, ihr liest das dann kurz ein. Und ich kann das dann benutzen. Er zeigt dann hier auch alles an. Das sind Lieder, die sind komplett da so drin. Könnte man einen Ordner packen, nach Alben getrennt. Hier habe ich dann nochmal so ein Menü, da kann ich dann direkt drauf zugreifen aufs Lied. Nehmen wir mal an, ich will das Lied 100 haben. Gebe ihm das dann ein und er spielt das dann. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, noch auf eine Mediabox zurückzugreifen. Die ist bei mir in der Mittelkonsole eingebaut, haben wir gerade gemacht. Ist angeschlossen einmal das Apple-Kabel, wo ich dann den iPod dran habe. In diesem Fall iPod Classic, 120 GB. Oder separat nochmal das richtige iPod-Kabel, was wir hier noch liegen haben. Gehen wir gleich mal durch. Wir können dann hier noch Einstellungen vornehmen. Wobei dann hier ich dann das mit den Lautsprechern mehr raussuchen kann, mit den Speakern und so weiter, das dann hier eingestellt werden kann. Hier nochmal zu sehen, die Software-Variante, die jetzt existiert, die aktuelle, die wir in einem anderen Video aktualisiert haben. Ich gehe jetzt einmal hier auf den Cinch-Eingang, mache dazu mein iPod an und habe dann hier zum Beispiel mal den Film Die Unglaublichen, was er dann so übernimmt. Und auch mit ordentlich Sound, mit den Originallautsprechern, die hier nur verbaut sind, spielt er eigentlich astrein ab. Wir stehen, was natürlich während der Fahrt nicht erlaubt ist. Denkt da dran. Ja. Das Ganze geht hier auch mit Musik, wenn ich hier drauf zugreife. Weil das ja so eine Videoquelle ist. Ist ja per Cinch angeschlossen, das funktioniert dann auch. Auf dem Display ist da natürlich nicht mehr zu sehen, weil das wird gesteuert vom iPod her. Ja, und ich kann hier alles wunderbar anschließen. Das Ganze wird sich dann ändern, wenn wir das hier einfach mal ausmachen. Und wir stecken dann hier das richtige iPod-Kabel an, was ja im Zubehör mit dabei ist. Steckt das auch einfach bloß an, packt das dann irgendwo beiseite, lasst das hier einfach mal liegen. Geh dann wieder auf die passende Menüauswahl, hier auf iPod. Ja, er greift hier direkt drauf zu, weil das Lied gerade an war. Er zeigt auch an, CENAC, dass das übernommen wurde. Das können wir dann hier beiseite packen und können dann hier direkt auf den iPod zugreifen mit der Auswahl Interpreten, Album. Hier dauert das eine Weile, mein iPod ist voll und kann hier dann eine wunderbare Auswahl treffen. Das Radio selber hätte noch eine Fernbedienung, die man noch benutzen kann. Ja, da gibt es auch noch einige Codes dafür, um dann hier noch gewisse Sachen einzustellen. Möchte ich nicht näher drauf eingehen, weil ich euch keine verbotenen Sachen zeigen will. Könnt ihr dann googeln, ist ruckzuck zu finden. Ansonsten von den Videos selber spielt ihr alles Mögliche ab. Gehen hier mal wieder auf DVD. Müsste, glaube ich, eine drin sein. Das dauert dann immer eine kleine Weile, weil er muss das ja erstmal registrieren. Das ist dann eine Original-DVD. Hier können wir ganz normal drauf zugreifen. In dem Fall ein bisschen Ozzy Osbourne.
Das Radio ist eigentlich selbsterklärend vom Menü her. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich kann damit leben. Preis-Leistung passt. Ist wirklich Plug and Play. Ich baue das aus, stecke die Kabel an, baue das wieder ein. Das mit dem Verlegen der Multimedia-Box ist ein bisschen Arbeit. Wir haben das gerade zu zweit gemacht. Das hier vernünftig eingebaut. Hier kann ich noch ein USB anschließen. Da kann ich auch alle möglichen Videoformate draufpacken. Und dann habe ich mein Multimedia zusammen im Auto. Okay, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich und viel Spaß beim Zuschauen.